Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, möchte ich mal kurz gegenüberstellen, ob es sinnvoller ist, im Direktvertrieb, sein Geld zu verdienen oder eine Struktur aufzubauen. Und inspiriert zu diesem Video wurde ich durch ein Gespräch, was ich, ich glaube, vor 14 Tagen war es, geführt habe. Und zwar war das mit einem Vertriebspartner eines anderen MLM-Unternehmens. Und er hat mir gesagt, dass er so circa 2000 Leute im Team hat, aber der Verdienst ist jetzt nicht so prickelnd, weil er nur, ich glaube, zwischen 600 und 700 € monatlich aus dem Team dann eben verdient hat. So, und ob das jetzt viel oder wenig ist, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall ging es dann darum, ob es nicht sinnvoll ist, einfach ein gutes Direktvertriebsunternehmen zu haben und dann im Direktvertrieb einfach seine Kunden zu generieren. Weil, wie gesagt, er halt eben mit dem Strukturaufbau mit seiner Organisation da eben halt diese Erfahrung gemacht hat. Und er hat halt gemeint, wenn er ja ein vernünftiges Produkt hat, dann kannst du natürlich im Direktvertrieb auch deutlich mehr wie 700 € verdienen. Und ja, das stimmt. Du kannst, das ist meine Meinung dazu, du kannst sowohl im Direktvertrieb richtig gutes Geld verdienen, als auch im Strukturaufbau. Und und wenn du das richtige Unternehmen, wenn du das richtige Produkt hast, dann gibt es das Ganze einfach her. Und ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du beides für dich tun kannst, und auch ohne, dass du jetzt auf Duplikation angewiesen bist. Das heißt, du musst nicht erst ein riesen Team aufbauen, um von deinem Team gut profitieren zu können. Und das möchte ich eigentlich heute in dem Video ein bisschen rüberbringen und ich hoffe, mir gelingt es, vorausgesetzt ist immer, du hast das richtige Unternehmen, du hast die richtigen Produkte, und du hast halt eben das richtige Vergütungssystem dann im Hintergrund, Und ich möchte das gerne mal anhand von einem Beispiel von uns jetzt hier zeigen, wie du sowohl im Direktvertrieb gutes Geld verdienen kannst, als auch im Strukturaufbau. Und zwar ohne, dass du jetzt dann in die Tiefe eine riesige Duplikation hast, sondern aus deinen eigenen Anstrengungen raus. Darum geht's, ja. Und mal angenommen, rein theoretisch jetzt, du bist auf der Stufe eines Organisationsleiters, und jetzt schauen wir uns einfach mal die Provisionsmatrix für Privathaushalt an. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel, da gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Provisionen und ich möchte jetzt auch hier nichts reich rechnen, sondern ich mache es jetzt wirklich, ich mache es jetzt wirklich mal ganz, ganz einfach, ganz, ganz schlecht. Ja, ich rechne es jetzt einfach mal so, dass das, was man wirklich auf jeden Fall auch erreichen kann, wenn man sich ein bisschen bewegt. Natürlich, wenn man still allein im Kämmerlein sitzt, dann funktioniert gar nichts. Das ist überhaupt kein Thema. Aber selbst wenn du wenig Zeit hast, das, was ich dir jetzt zeige, das kann man machen. Ja, nur mal so im Vergleich. Ich werde jetzt mal so die Zahl 10 nehmen pro Monat, 10 neue Teampartner pro Monat und 10 neue Kunden pro Monat. Nur so als Vergleich, wir haben Leute im Team, die haben schon 17 Verträge an einem Tag geschrieben. Also nur damit du da mal dieses Verhältnis siehst. Aber ich will jetzt auch hier definitiv nichts reich rechnen, sondern einfach mir geht es um die Sache, ja, nicht um den Verdienst an sich. Mal angenommen, du bist Organisationsleiter. Und du gewinnst jetzt zum Beispiel 10 neue Kunden. Dann wären das in dem Beispiel mal angenommen Privathaushalte 1000 bis 100.000 Kilowattstunden, wären das 104, und 100, 104 mal eben die 10 Kunden, dann liegst du bei 1040 € Provision. Ja, so, das ist das eine. Und mit Zeitaufwand dürfte hierfür zwischen 5 und 10 Stunden so im Schnitt liegen. Ja, der eine braucht halt ein bisschen länger, der andere braucht eben halt nicht so lang beim Kunden. So, und das ist der Direktvertrieb und du siehst, du kannst ja mit relativ wenig Aufwand auch relativ gutes Geld dann verdienen. Ja, so, das ist jetzt aber, es geht jetzt nicht darum, das kann man in anderen Unternehmen sicherlich auch. So, und jetzt geht es aber darum, Teamaufbau. Ja, es gibt ja so viele Leute, die wollen Teamaufbau machen, aber mit der Duplikation klappt es dann nicht so. Ja, und jetzt einfach mal einen Weg, wie du auch trotz oder gerade durch den Teamaufbau
gutes Geld verdienen kannst, auch wenn jetzt, ich sag mal, überhaupt keine Duplikation stattfinden würde, in Anführungszeichen, und du einfach nur dich drauf konzentrierst, neue Vertriebspartner für dein Team aufzubauen, dann sieht die Sache so aus. Du, mal angenommen, du bist Organisationsleiter 100 und hast die Stufe 104 Euro und jetzt gewinnst du einen neuen Vertriebspartner und diesem neuen Vertriebspartner hilfst du dabei, seinen eigenen Vertrag einfach mal umzustellen. Ja, nichts weiter, sondern verdient der Vertriebsassistent jetzt hier in diesem Fall 30 Euro und du hättest in diesem Fall die Differenz, also 74 Euro. Ja, und jetzt nehmen wir auch mal wieder 10, mal angenommen, dir gelingt es, genauso wie 10 Kunden zu finden, 10 neue Vertriebspartner zu finden. Ja, dann wären das 10 mal 74 Euro, wären also 740 Euro statt 1040. Ja, so, was ich damit sagen will, du hast in beiden Wegen, ja, die Kombi ist natürlich immer ideal, wenn du beides tust, das eine machst, das andere nicht lässt. Du hast aber in beiden Wegen die Möglichkeit, ja, sofort, auch ohne dass eine Tiefenduplikation stattfindet, ja, gutes Geld dementsprechend zu verdienen. Ja, und das, wie gesagt, ich rechne da jetzt nichts reich, sondern das sind Dinge, die kann jeder wirklich erreichen, wenn er es auch wirklich will. Ja, von daheim sitzen, nichts tun, wird halt nichts kommen. Ja, es wird niemand am Fenster klopfen und dir einen Sack voll Geld vor die Tür stellen. Das wird so nicht passieren. Und auch wenn du Teampartner generierst und mit denen nicht arbeitest, ja, und die einfach so, ja, ihrem Leben überlässt, dann, ja, auch dann wird nur sehr schwer das Ganze irgendwo in Gang kommen, ja, weil dein Geschäft wächst immer nur so, wie du bereit bist, auch dein Herzblut und dein Engagement da eben halt auch reinzustecken, ja, und das ist einfach halt nur die Wahrheit. Natürlich, du kannst auch stoisch einfach sponsern und irgendwann ist dann halt auch mal einer dabei, der das Ganze dann groß macht und dupliziert, keine Frage, ist auch eine Möglichkeit, aber du kannst halt deutlich mehr rausholen, wenn du von Anfang an dann auch richtig mit deinen Partnern arbeitest. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Gewerbebereich an. Mal angenommen, wir nehmen jetzt mal das gleiche Beispiel, die 10 Leute im Gewerbebereich und unterstellen jetzt einfach mal, dass du auch als Teampartner Leute hast, die schon ein eigenständiges Unternehmen haben. Du siehst auch hier den Verbrauch, 30.000 Kilowattstunden bis 50.000 Kilowattstunden und du bist auch hier wieder Stufe Organisationsleiter. Dann hättest du jetzt hier die Provision von 442 Euro, ja, für einen Direktabschluss. Und wenn du jetzt einen Vertriebsassistenten generierst oder einen neuen Vertriebspartner gewinnst und dieser hat ein Unternehmen jetzt zufällig in dieser Größenordnung, ja, dann wären das im Prinzip eine Differenzprovision von 185 Euro, ja, wenn ich das jetzt so hier auf die Schnelle habe. Genau. Und 185 Euro mal 10 sind auch schon 1850 Euro, ja, für 10 Vertriebspartner. Aber das ist jetzt nur die Einmalabschlüsse, ja, wenn du den Leuten dann halt hilfst, ihre eigenen Energieverträge dann dementsprechend umzustellen. Ja, natürlich ist das jetzt ein theoretisches Beispiel und ich weiß, es wird nie in der Praxis genau so 1:1 passieren. Aber du siehst, es ist möglich, ja, mit 10 Kunden in dem Bereich Provision 4.420 Euro oder dann eben die erste Differenz, wenn du neue Vertriebspartner aufbaust, von 1.850 Euro. Ja? Also du siehst, es ist durchaus möglich, mit auch einer relativ kleinen Anzahl an direkten Partnern immer ein gutes, in Anführungszeichen, man muss ja auch immer den Einsatz her sehen, ja, ein gutes Einkommen dann dementsprechend zu erzielen. Ja, und wie gesagt, auch der Zeitaufwand ist auch hier dann dementsprechend überschaubar. Und lange Rede, kurzer Sinn, wollte das Ganze jetzt nicht reichrechnen, wollte einfach nur verdeutlichen, dass du, wenn du das richtige Unternehmen im Hintergrund hast, wenn du das richtige Vergütungssystem und die richtigen Produkte an der Hand hast, ja, dann hast du auch ohne Tiefenduplikation am Anfang sofort die Möglichkeit, aufgrund deiner eigenen Leistungen, aufgrund deiner eigenen Aktivitäten, ein gutes Einkommen zu erzielen und bist nicht wie in dem Beispiel beziehungsweise in dem Gespräch, was ich geführt habe,
dann bei 2000 Teampartnern irgendwann angelangt und hast dann ein monatliches Einkommen von 600 Euro, ja. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ja hier ein bisschen Ideen mit auf den Weg geben. Also Fazit ganz einfach, wenn du die Möglichkeit hast, direkt Vertrieb zu machen und Struktur aufzubauen, ist meine Empfehlung immer beides zu tun. Oder musst du halt einfach schauen, dass dein Marketingplan es halt hergibt, dass du von Beginn an durch deine eigenen Leistungen, Aktivitäten, durch die eigene Anzahl neuer Vertriebspartner, dass du da auch die Möglichkeit hast, gerade zu Beginn dann auch dementsprechend ja gleich ein vernünftiges Einkommen dementsprechend dir aufzubauen. Wie auch immer für dich vernünftiges Einkommen definiert ist. Ja, für den einen ist das Einkommen 10.000 Euro vernünftig, für den anderen 100.000, für den anderen sind es 500 Euro. Ja, möchte ich jetzt hier gar nicht bewerten, sondern möchte einfach hier die Option dann eben zeigen, was möglich ist. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Feedback auch immer gern willkommen. Nutze dazu die Kommentarfunktion natürlich auch, wenn du Fragen hast oder wenn du dir ja über ein gewisses Thema mal ein Video wünschst, eine Frage hast, auf die du vielleicht jetzt keine Antwort hast. Schreib mir die einfach in die Kommentarfunktion und dann werde ich das auch hier auf dem Kanal dann einfach beantworten. Ja, ansonsten, wenn du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten, findest du unterhalb des Videos einen Link, wo du direkt mit mir arbeiten kannst, findest dort weiterführende Informationen. Und ja, wenn du die richtige Einstellung mitbringst, dann freue ich mich auch, wenn wir beide zusammenarbeiten. Die richtige Einstellung ist einfach die, dass du eben halt bereit bist, auch die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Ja. Weil oft höre ich so Aussagen, ich will nicht verkaufen, ich will, ich sage es mal auf gut Deutsch, ich würde gerne hinterm PC sitzen, ja, und dann kommt irgendwie die Kohle schon rein. Ja, also da will man keine YouTube-Videos machen, man will kein E-Mail-Marketing machen, man will sich in keine Software reindenken. Wie auch immer, wenn du dieses Mindset halt hast, dass du das alles nicht willst, dann dann ist unser Geschäft einfach nicht das Richtige. Da will ich auch gleich ganz offen und ehrlich sein. Aber ich weiß auch nicht, ob dann überhaupt ein Geschäft das Richtige ist. Wenn du aber sagst, ja, ich bin bereit, mich persönlich zu verändern, ich bringe alles mit, was ich, also ich bin bereit, da auch mal die Komfortzone zu verlassen, ja, über die Schmerzgrenze rauszugehen und auch mal, an mir persönlich zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln, dann herzlich willkommen in unserem Team. Findest du unterhalb des Videos dann dementsprechend den Link. Ja, falls du noch Fragen hast, nimm gerne Kontakt mit mir auf. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.